Hallo zusammen, heute ist Donnerstag und trotzdem lade ich ein Video hoch. Gestern kam ja auch eins am regulären Upload-Tag am Mittwoch und heute kommt ein Video, ein kleines Update oder ein Vlog mehr oder weniger, in dem ich euch nach eurer Meinung fragen möchte, denn es ist mal wieder Frühjahr und das bedeutet, ich frische meinen Kanal etwas auf. Nicht nur optisch, das folgt erst noch, da möchte ich demnächst noch Fotos machen für ein neues Kanaldesign und halt ein neues Kanaldesign machen. Es soll schon mit dem Farbschema blau bleiben, aber ein bisschen frischer und peppiger. Ich möchte es einfach anders haben. Kennt ihr wahrscheinlich, man möchte einfach mal was Neues sehen. Und aber auch inhaltlich möchte ich was ändern. Und keine Sorge vom Titel her. Ich musste diesen Titel einfach nehmen, weil ich habe mir so überlegt, um was soll es in dem Video gehen. Und dann ist mir sofort dieser Titel eingefallen, weil es mich an ein Lied erinnert hat von meiner Lieblingsband vor vielen, vielen Jahren. Und zwar die Band Echt hatte einen Song. Der hieß Alles wird sich ändern und deswegen habe ich den Titel genommen und es wird sich auch was ändern, aber halt nicht alles komplett. Also es bleibt schon ein Beauty-Lifestyle-Channel und aber worum soll es gehen? Also zunächst mal die Sache mit dem Upload-Tag. Ich hatte ja 3 feste Upload-Tage, bis ich angefangen habe zu arbeiten, dann habe ich den Freitag weggenommen, dann waren es nur noch Mittwoch und Sonntag und ich habe seitdem ich das angefangen habe vor 2-3 Jahren, das immer eingehalten. Also ich habe immer die Tage eingehalten und war immer pünktlich. Das heißt, spätestens um 6 Uhr abends war an dem entsprechenden Tag ein Video online. Und ich habe einfach gemerkt, seitdem ich aber arbeite, ist es super schwer, den Mittwoch pünktlich online zu bekommen, weil ich schaffe es häufig erst sonntags zu drehen und Montag und Dienstag komme ich dann so spät von der Arbeit, möchte vielleicht noch Sport machen, dann schaffe ich einfach nicht, die Videos richtig zu schneiden, muss mich dann unglaublich hetzen, unglaublich beeilen, damit ich halt Dienstagabend es noch hochladen kann, damit es Mittwoch online ist, weil ich arbeite ja den ganzen Mittwoch und ich finde, das ist einfach nicht so schön und ich dachte mir auch noch, ein zweiter Faktor, also das ist das, was mich betrifft, aber ein zweiter Faktor ist auch, ich bin ja selber Zuschauer, dass ich mich donnerstags und dienstags total auf YouTube langweile, weil da so wenig Videos online kommen. Und dann dachte ich mir, vielleicht geht es euch ja auch so und vielleicht habt ihr Lust, dass ich einfach an anderen Tagen mal hochlade. Also meine Wunschvorstellung wäre, dass ich Sonntag als festen Upload-Tag beibehalte. Und dann unter der Woche einfach, wie es mir halt so passt, also wie mein Video fertig ist einfach, dass ich das dann online stelle. Dadurch kann es auch mal sein, dass ich vielleicht mal 2 Videos, also unter der Woche mache, insgesamt 3 pro Woche, weil ich da einfach frei bin. Dann denke ich mir, oh, ich habe gerade was fertig, dann lade ich es doch direkt hoch. Und das wäre einfach so eine Befreiung irgendwie, weil dann könnte ich das viel besser portionieren so. Also ich wollte euch einfach fragen, was ihr davon haltet, wenn eben nicht mehr mittwochs genau das Video kommt, sondern vielleicht mal an einem Dienstag, an einem Donnerstag, an einem Freitag. Also an Samstag und Montag möchte ich nicht hochladen, weil ja sonntags schon ein Video kommt. Aber ja, sagt mir mal eure Meinung, was ihr davon haltet. Und falls euch ein Tag besonders wichtig ist oder ihr einen Tag bevorzugt, schreibt es mal in die Kommentare. Was haltet ihr von, wenn ich nicht nur noch einen festen habe und einen variablen Tag? Schreibt es mir bitte in die Kommentare. Ich bin da super gespannt auf euer Feedback. Und ansonsten, was Inhalt betrifft, ihr wisst ja, mein Kanal ist sehr, sehr breit gefächert. Also ganz unterschiedliche Themen. Ich hatte eine Zeit lang super viel Nageldesigns, Frisuren, Make-up-Zeug, Reviews mit Hauls, Do-it-yourself. Also ich habe so viele, oder mal Fashion oder also Outfits und so weiter. Oder auch mal Food oder Follow Me Arounds. Und ich habe mir halt überlegt, ob das vielleicht zu viele Themen sind. Also ich werde natürlich trotzdem zwischendurch mal Sachen machen, aber ich würde mich gern so auf den Kern fixieren, wo ich weiß, das gefällt euch am allerbesten und alle Sachen, die ich mache, gefallen mir persönlich ja. Dann kann ich aber auch sagen, okay, die Sachen kann ich ein bisschen kürzen, weil euch gefällt es besser. Es muss ja zwischen uns allen harmonieren und deswegen schreibt mir mal in die Kommentare, wegen welcher Sparte oder wegen welchen Sparten seid ihr auf meinem Kanal? Warum schaut ihr meine Videos? Also was gefällt euch am besten, wenn ihr sagt, okay, ich mag am allerliebsten deine Do-it-yourself-Videos und vielleicht Follow Me Arounds zum Beispiel. Dann schreibt das einfach rein. Oder wenn ihr 4 Sachen habt, die ihr haben wollt. Also ich wäre glücklich, wenn wir so 4 Kernthemen finden würden, die uns am besten gefallen. Und ich habe mir auch überlegt, dass ich dazu vielleicht eine Umfrage auf meinem Blog mache. Das werde ich wahrscheinlich auch. Da müsst ihr euch nicht dazu anmelden. Da könnt ihr einfach direkt voten, wenn ihr wollt. Da werdet ihr mir eine große Unterstützung auf jeden Fall. Ich werde euch meinen Blog und die Umfrage einfach mal in die Infobox packen. Falls ich das irgendwie nicht mache, dann steht es auf jeden Fall da. Ich denke, das wäre für mich am einfachsten zur Auswertung.
Und ja, allgemein werde ich da wahrscheinlich eine Umfrage machen, was jetzt die beiden Themen betrifft. Ist am einfachsten, schätze ich. Ja, ansonsten könnt ihr es auch einfach in die Kommentare schreiben, wenn ihr wollt. Ja, ansonsten, falls ihr Vorschläge oder Wünsche habt, was ich an meinem Kanal ändern soll, verbessern kann, ja, dann schreibt es mir einfach nochmal in die Kommentare. Das ist jetzt die perfekte Gelegenheit, weil ich wirklich, mache ja sowieso eigentlich immer, aber diese Kommentare werde ich mir wirklich rauskopieren und alles auswerten. Und da schreibt es auf jeden Fall rein, das ist jetzt die Gelegenheit, an meinem Kanal mitzuwirken. Ja, und ansonsten, ja, weiß ich gar nicht. Also das waren so für mich die wichtigsten Sachen, die ich einfach besprechen wollte, die ich verändern wollte, abgesehen noch vom Design dann. Und falls ihr irgendwelche coolen Channels kennt, wo ihr sagt, oh, da gefällt mir das besonders gut oder da gefällt mir das Design besonders gut. Ich möchte natürlich nichts nachmachen, aber inspirieren lassen kann man sich ja trotzdem, wenn man sagt, cool, das ist eine coole Richtung, in die könnte es gehen. Und deswegen, dann postet es einfach auch mal in die Kommentare, falls ihr Lust dazu habt. Und dann war es das jetzt soweit von mir für heute. Ich hoffe, das Video hat euch irgendwie gefallen und ich hoffe, ihr helft mir und schreibt mir fleißig euer Feedback in die Kommentare oder macht bei dem Voting mit auf meiner Homepage. Wie gesagt, ohne Anmeldung, ganz schnell einfach nur klicken und fertig. Und da würdet mir einen großen Gefallen damit tun. Und jetzt wünsche ich euch allen noch einen wunderschönen Tag und wir sehen uns dann in jedem Fall wieder am Sonntag. Bis dann, ciao!